Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Isware Live. Ich habe mir wieder, wie letztes Mal, auch Hilfe geholt, der Uwe. Hallo zusammen. Wir machen genau an der Stelle weiter, wo wir eigentlich aufgehört haben letztes Mal, und zwar mit der Kellerdecke. Was machen wir heute genau, Uwe? Wir verspachteln die Kellerdecke, um hier eine ansprechendere Optik zu erreichen. Das bedeutet, da geht es jetzt wirklich nur darum, René, wenn du gerade mal zeigst, eigentlich ist die Dämmung natürlich in dem Augenblick jetzt schon fix und fertig, wenn man möchte. Also dämmen tut sie. Genau. Sie macht auch die Schallschluckung übrigens. Also wir haben hier einen sehr guten Absorptionsgrad A mit 15, als Wert 15. Das bedeutet, wir können hier sehr, sehr gut Schallschlucken. Wir gehen jetzt allerdings den Weg, jemandem gefällt die Optik nicht. Er möchte jetzt so entweder einen Farbauftrag oder eine entsprechende Spachtelung aufbringen. Damit sinkt natürlich auch meine Schallabsorption, weil wenn ich die Löcher von dieser Platte schließe, kann sie keinen Schall mehr aufnehmen. Da muss man sich bewusst sein, dass das natürlich der Effekt ist. Aber wir zeigen jetzt, wie man daraus natürlich eine entsprechende Optik macht, weil zum Beispiel so dunkle Kanten entstürzen, an ja, Schnittkanten. Unterzügen, überall, wo ich solche Ecken habe, wo so ein dunkler Dämmstoff sozusagen durchscheint, den möchte ich nicht haben. Und da zeigen wir jetzt, wie man sowas dann entsprechend ja, optisch aufbereiten kann. Genau. Genau. Mit was fangen wir an? Als erstes würde ich sagen, rühren wir mal den Klebe- und Armierungsmittel an. Genau. Wir haben heute jetzt nicht den Vibertherm 370 von das letzte Mal, das ein reiner Klebemittel war, sondern den Vibertherm 301 als Klebe- und Armierungsmittel. Also das ist ein Kleber, mit dem man kleben und armieren kann. Das heißt, armieren heißt, ich kann die Oberfläche nochmal verspachteln. Genau. Wenn das jetzt an der Wand ist, das werden wir ja auch noch gleich zeigen, kann ich den auch ruhig an der Wand nehmen. Die Klebekraft ist im Endeffekt genau dieselbe, nur die Anfangshaftung ist da etwas geringer. Dafür ist er Als die 370er von Kleber der von letzter Konsistenz Woche. etwas Genau. grober und ich kann dann einfacher verspachteln. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, du rührst den Kleber an. Ja. Ich erkläre dann mehr, was wir eigentlich hier gemacht haben mit der Flankendämmung. So. Also was wir hier sehen, das nennt sich bei uns im Hause Isover, das ist die Flankendämmung. Das bedeutet, wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe die Kellerdecke gedämmt, habe meine Dämmung aufgebracht, muss ich mir aber bewusst sein, dass natürlich im Keller unten drin natürlich nicht die 20 Grad herrschen, die jetzt eigentlich oben in der Wohnung herrschen. Das bedeutet, ich habe hier unten im Kellerraum es kühler als jetzt oben und nichts hindert natürlich in dem Augenblick die kalte Luft über die Wand sozusagen, um meine Dämmung wieder in den Innenraum einzuziehen. Um das sozusagen abzumildern, geht man jetzt her und macht neben der normalen Dämmung noch eine entsprechende Plattenstärke runter. Also idealer Fall ist es natürlich eine ganze Platte, wenn man den Platz hat. Wir haben jetzt hier, dadurch, dass man hier eine entsprechend 12 cm oder 14 cm Platte zum Beispiel hier schon meistens macht, in der Kombination mit einer halben Platte schon fast die 50 cm hier zusammen, die wir eigentlich brauchen. Also das ist ungefähr die ungefähre Vorgabe, die wir dann dabei haben. Okay, das bedeutet, das da hier soll sorgen, dass auch bei den innenliegenden Wänden und nicht bei der Außenwand nur alleine sozusagen diese Kälte nicht über die Decke sozusagen in den Innenraum reinzieht. Gut. Ich bereite schon mal die Platte vor. Also von der Konsistenz muss man entsprechend auch wieder darauf achten, dass es natürlich genauso wie letztes Mal diesen ja, Spachteltest oder die Kellentest gibt. Das bedeutet, wenn man den so senkrecht hält, sollte natürlich jetzt da der Kleber nicht runterfallen in der Dicke von 1, 2 Zentimetern. Dadurch, dass wir jetzt natürlich diese Kante hier mit bearbeiten wollen und wir nicht die Wand hier auch mit einsauen wollen, gibt es dann zum Beispiel hier von den Kollegen von Rigips so ein entsprechendes Band, was man in den Randbereichen beim Trockenbau eigentlich verwendet. Das bedeutet, es ist eigentlich ein Papierband mit einem entsprechenden Kleber hier. Also hier hält das. Hier in dem Bereich ist natürlich kein Kleber. Das bedeutet, ich klebe damit ab und habe einen ganz sauberen, feinen Abriss. Für diese Arbeit bitte idealerweise nicht unsere Klebebänder nehmen, die wir sonst haben, weil in dem Augenblick, wo ihr das versucht abzulösen, wird das meistens zu Problemen führen, weil in der Regel haben wir natürlich Klebebänder, die 50 Jahre Garantie geben. Das bedeutet, es ist nicht einfach so, die abzulösen. Also wenn jemand auf die Idee kommt, seine Treppe vor Schmutz zu schützen, eine Holztreppe und mit Isoverkleber abklebt, ganz schlechte Idee. Das sollte man möglichst nicht machen. Da kann man wirklich auf normale Produkte zurückgreifen. Okay, du bist soweit? Ja, von der Konsistenz. Da mal an der Decke arbeiten. Ja. Würde ich ihn an der Decke
immer etwas steifer wählen, als wenn ich es nur an der reinen Wand mache. Okay. Weil an der Wand kann ich es ja ruhig etwas geschmeidiger machen, nur an der Decke muss ich auch damit rechnen, dass es mir wieder runtertropft. Deswegen an der Decke etwas steifer natürlich, kann ich bei so einem Mörtel immer ein bisschen ab und zu geben. Aber prinzipiell gilt natürlich das, was auf der Packung steht. Genau. Also da kann man aber ruhig plus minus ein bisschen Erfahrung. Okay. Genau. Gut. Dann würden wir jetzt praktisch anfangen. Ich habe schon mal abgeklebt. Genau. Dadurch, dass natürlich hier eine beschichtete Kante ist und wir natürlich jetzt hier keine Beschichtung haben, muss man natürlich hier wahrscheinlich entsprechend vorarbeiten. Ja. Also wir werden an diesem Eck einen Gewebeeckwinkel setzen, damit wir hier auch eine stabile Kante haben. Okay. Ich kann natürlich jetzt euch auch sagen, ich würde das einfach so abspachteln. Wenn ich jetzt aber hier in einem Bereich bin, wo ich vielleicht auch mal drankomme, habe ich hier einen Gewebeeckwinkel, der nochmal eine Verstärkung hat mit einem Kunststoffprofil. Jawohl. Das liegt innen. Also drehen wir gerade so rum, da sieht man das nochmal. Genau. Okay. Okay. Damit kommt der Winkel dann später hier so drauf und ich habe hier eine relativ schlagfeste Kante. Okay. Dieselben Winkel gibt es auch nochmal als Panzereckwinkel mit einem verstärkten Gewebe. Die haben dann zwar keine Verstärkung innen drin. Diese könnte ich dann auch nochmal als Inneneckwinkel einsetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viele Kanten habe. Das bedeutet, die hier eignet sich nicht, weil das da hier zu viel auftragen würde oder zu wahrscheinlich zu Rissen führt. Genau. Wir werden jetzt hier unten einen Winkel setzen, damit man die verstärkte Kante haben und werden hier das Innen einfach mit dem Gewebe durchschauen. Genau. In der Regel ist ja das hier eh die Kante, die gefährdet ist. Das bedeutet, die kriegt am meisten entsprechend Produkte ab. Okay, also die Platte, die wir jetzt hier an die Decke verarbeitet haben, ist unsere Ultimate Top Deck. Ja. Pardon, nicht die Ultimate Top Deck. Was rede ich denn? Das ist natürlich unsere entsprechende Universal, Top Deck Universal. Das ist eine Steinwolleplatte, aber dadurch, der Name sagt schon, dass ich sehr viel universeller bin in der Gestaltung, wie zum Beispiel jetzt hier eine entsprechende Spachtelung, die ich dann aufbringen kann oder einen Farbauftrag oder auch so zu belassen, habe ich hier die meisten Möglichkeiten. So, das bedeutet, du bringst jetzt erstmal... Ich mache jetzt erstmal eine kurze Kratzspachtelung auf die komplett unbeschichtete Faser hier hinten. Jawohl. Damit ich dann später einfacher habe. Okay, das bedeutet, du bereitest jetzt den Bereich vor, wo nachher dann der Eckwinkel sozusagen sitzt. Okay, während du das machst, kann ich ja zum Beispiel hier euch mal kurz unser... Produktordner vorstellen. Also für diejenigen, die natürlich von unserem Produkt noch mehr wissen wollen, gibt es einen entsprechenden Ordner, eigentlich einen Musterkatalog sozusagen, wo dann hier entsprechend auch die Broschüre mit dabei ist. Wenn man sie aufklappt, sind dann alle Produkte sozusagen in echt sozusagen hinterlegt. Man kann sie sich da entsprechend anschauen. Das wäre zum Beispiel jetzt unsere Ultimate Strongline, die wir jetzt neu entsprechend drin haben. Die, die wir heute jetzt gerade verarbeiten, ist unsere Universal. Also wir haben hier auch die verschiedenen Oberflächen da, so dass man dann wirklich sagen kann, ich möchte jetzt ein Produkt zum Beispiel mit einer entsprechend geringeren optischen Anforderung, wie jetzt die drei sozusagen, oder ich habe einen höheren Anspruch, wenn nicht sogar noch weiter in der Form, dass ich zum Beispiel hier, man erkennt es ein bisschen, unsere Smartline, ich hole die mal hier raus, dann erkennt man die jetzt zum Beispiel eine, die hat schon eine komplette Phase mit eingearbeitet. Wenn man zum Beispiel Deckensprünge hat, kann man damit sehr, sehr viel kaschieren. Also da gibt es viele Möglichkeiten, entsprechend sind halt einfach auch diese Details dann hier in dieser Broschüre dann mit hinterlegt. Also für diejenigen, die natürlich immer wieder damit auch in der Beratung zu tun haben, würde ich empfehlen, holt euch diesen Ordner, der ist immer wieder auch jederzeit aktualisierbar. Gut. Wir sind schon soweit, also gut. Was man darauf achten sollte, dass der Winkel möglichst vollflächig eingebettet wird. Ich kann es zwar durch die Punkte durchdrücken. Aber sauber andrücken ist wichtig. Auch hier, man sieht es jetzt vielleicht gerade, du hast ja deine Brille auf. Genau. Ganz wichtiger Hinweis nochmal, in dem Augenblick, wo ich mit wirklich zementgebundenen Mörteln oder entsprechenden Armierungsmörteln arbeite, bitte die Augen schützen. Und auch die Hände. Dann wird dieser Winkel gesetzt. Wenn ich jetzt natürlich eine längere Wand habe, kann ich da nochmal mit einer Wasserwaage die nochmal ein bisschen spielen, je nachdem, was ich für eine Anwendung habe. Das wäre jetzt einmal schon mal einfach der Winkel gesetzt. Mhm. Das könnte man jetzt frisch in frisch machen. Das bringt, wenn ich jetzt eine größere Fläche habe, kann ich aber auch alle Winkel erstmal vorab setzen.
Und die antrocknen und dann nachher praktisch den Rest dann entsprechend bearbeiten. Ja, je nachdem, wie viel ich habe. Okay, gut. Wie wollen wir es hier machen? Sollen wir hier weiter spachteln, praktisch bis an die Decke? Dann mach du weiter. Das bedeutet, als nächstes würden wir ja dann ein Gewebe nachher einlegen. Da kann ich ja dann ein bisschen was dazu erzählen. Ja. Und zwar haben wir hier unseren Weber-Therm 311. Das bedeutet, das ist ein Armierungsgewebe mit einem feinen Gitter von 4x4 mm. Also wenn ich hier das einfach mal hier hinhalten würde, dass man das vielleicht so richtig schön sieht, das sind immer 4 mm Kästchen sozusagen, ein relativ feines Gewebe. Uwe, würde hier auch ein gröberes Gewebe funktionieren? Wir machen ja hier nur eine dünnlagige Armierung oder eine Spachtelung drauf. Das heißt, je gröber das Gewebe wird, umso fester ist es auch, umso mehr Putzauftrag habe ich. Wir wollen hier eigentlich nur eine dünne Abspachtelung machen und keinen großen Verputz. Das heißt, es gibt auch noch ein 8x8er Gewebe, aber auf der Kellerdämmung wird man jetzt Dann wird das zu dick sozusagen und dann trage ich zu viel. Und wir tragen hier eigentlich nur in ca. 3-4 mm Armierungsmittel auf. Alles klar, okay. Ich habe natürlich was vorbereitet und zugeschnitten, gell? Wie jeder gute Koch. Okay. Bei den Arbeiten müsst ihr aber auch euch klar werden, dass man natürlich zum Beispiel auch wirklich die Handschuhe braucht, dass man dann wirklich hier mit Mörtel zu tun hat. Apropos Mörtel, gibt es denn auch eigentlich in verschiedenen Farben bei euch? Also in der Form, dass ich zum Beispiel sage, ich habe eine helle Platte und ich möchte keine schwarzen... Also prinzipiell sind die Mörtel naturgrau. Es gibt sie auch noch teilweise in naturweiß. Ja. Ist natürlich kein Weiß, gerade wie man es von der Farbe her kennt. Okay. Also es ist ein naturweiß, ja, meistens mit Eierschal oder... Also es ist keines reinweiß. Wenn man ein reinweiß will, dann müsste man da nochmal einen Farbauftrag drauf machen. Alles klar. Okay. Aber wie gesagt, in dem Augenblick, wo jetzt hier jetzt der Uwe den entsprechend Spachtelung aufbringt, ganz wichtiger Hinweis, hiermit ist jetzt natürlich auch der Schallschutz in dem Rahmen... sozusagen ein bisschen ad acta gelegt, weil ich einfach die Poren von der Mineralwolle schließe. Das bedeutet, hiermit kann der Schall nicht in die Platte eindringen und wird praktisch nicht entsprechend absorbiert. Und dafür habe ich aber eine entsprechende Optik, die auch vielleicht sogar dann einem gefällt oder nicht gefällt. In der Regel ist es dann jemand, der dann entscheidet, was er eigentlich haben möchte. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, von vornherein sehr hochwertige Platten zu nehmen, die dann optisch auch toll aussehen. So. Also man sieht, man sollte sich auf jeden Fall auch nicht zu viel vornehmen, sondern immer wirklich Schritt für Schritt arbeiten. Also die Abbindezeitraum an der Decke, ich habe ja hier einen nicht saugenden Untergrund, ist relativ lange, aber man sollte trotzdem immer noch so viel vorlegen, wie man frisch in frisch verarbeiten kann. Gut. Während du das jetzt machst, bereite ich den nächsten Schritt vor. Das bedeutet hier, zeigen wir euch mal eine Platte. Also wir haben unsere Ultimate Strongline. Hier entsprechend mit der entsprechend hochwertigen Oberfläche, also jetzt nicht wie unsere Universal. Das bedeutet, dadurch, dass ich jetzt aber auch hier diese Schnittkante nicht sehen möchte, möchte ich jetzt sozusagen hier nicht mit einem entsprechenden Putz arbeiten, weil dann würde ich die Oberfläche wahrscheinlich sowieso einsauen, sondern hier arbeiten wir mit einem Fassadenprofil. Uwe, das hier ist jetzt ein ganz normales Profil, was ihr dann auch aus dem normalen Wärmedämmverbundsystem habt. Sockelabflusskante aus dem WDVS-System. Genau. Also das ist wirklich eine normale Sockelleiste, die wird dann an die Wand geschraubt. Also wenn es eine Betonwand ist, wird sie natürlich gedübelt. Das ist jetzt nicht so, dass man einfach eine Holzschraube reinjagt. Und da wollen wir praktisch die Platte hier reinbringen, aber jetzt nicht bloß reinstellen, weil dann hätte ich ja eine Hinterlüftung. Also ich muss hier entsprechenden Kleber aufbringen. Und das mache ich jetzt, während Uwe noch spachtelt. Also auch hier, Brille auf, meine Handschuhe. Wenn ich das Gewebe eingearbeitet habe, natürlich nicht versuchen, da jetzt wieder das alles rauszudrücken, sondern das Gewebe sollte dann circa mittig liegen in dem Bereich, was natürlich bei einer man kennt es aus dem WDVS-Bereich, im oberen Drittel, nur bei einer Auftragshöhe von 3 mm ist natürlich ein oberes Drittel Quatsch. Mehr Material. Also hier brauche ich jetzt auch nicht vorher irgendwie eine Kratzspachtelung in der Form zu machen, dass ich das vorab beschichte, sondern hier kann ich direkt mit dem Kleber arbeiten. Auch wie ich gelernt habe, ein bisschen vom Rand wegbleiben. Mehr
Material. Ich darf mal kurz die Kelle klauen. Ja, danke. So. Also ihr merkt schon, es ist eigentlich eine Arbeit, die jetzt nicht groß schwer ist. Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man hier eine 10x10 Millimeter Zahnkelle hat und nicht irgendwie eine 8x8, die man eigentlich so aus den Fliesenbereichen kennt, sondern wirklich eine grobe Spachtelung in der Form, dass man auch genug Material hat, um irgendwelche Hohlräume dann zu verschließen. So. So. Dadurch, dass ich jetzt praktisch hier natürlich relativ sauber gearbeitet habe, kann ich mir die Platte natürlich jetzt auch nehmen. Und jetzt zeige ich euch gerade nochmal hier die Kante. Das ist die Kante, die ich geschnitten habe bei der Halbierung der Platte. Es kommt natürlich ab und zu mal vor, dass man hier was überstehen hat oder hier ganz nicht sauber geschnitten hat, sondern eine leichte Welle hat. Die Kante sollte man da zum Beispiel jetzt in dem Fassadenprofil verstecken. Das bedeutet, ich drehe diese Platte um. Und setze sie rein. Das bedeutet, ich habe hier jetzt meine saubere Kante, die ich dann jetzt verarbeite. Schön entsprechend schieben. Das Gute ist, dass ich das natürlich auch ein bisschen noch runterbiegen kann, sodass ich das wirklich in die Ebene reinstelle. Und dann nicht groß mit den Fingern bitte anfangen, sondern direkt nimmt ein sauberes Reibebrett, drückt das sauber an. Et voilà. Genau. Ich kann dann noch ein bisschen nachdrücken. Genau. Also man sieht, wenn ich mich jetzt hier verschnitten hätte, wäre das sozusagen unter dieser Kante ein bisschen versteckt und ich habe hier oben eine saubere Kante, sodass ich dann auch praktisch in der Optik dann wieder hochwertig bin. Gut. Wir sind hier jetzt natürlich ein bisschen weggeblieben, weil wir es ja nachher. Genau. Beim Gewebe überlappen, 10 cm überlappen, damit ich auch eine rissfreie Decke dann bekomme. Okay. Und so arbeitet man sich ein Stück für Stück durch. Genau. Also es bedeutet, hier ist es wirklich eine dünne Spachtelung, die wir aufbringen. Ganz wichtig, kein großer Putzauftrag von 1-2 Zentimetern. Das ist, hat nichts mit dem Augenblick zu tun, dass wir dann eigentlich in dem voll haben wollen. Sondern wir wollen hier wirklich eine dünne Spachtelung von 2-3 Millimetern circa. Gut, das bedeutet, das lässt man entsprechend trocknen, kann das entsprechend dann auch farblich noch gestalten, sodass man dann eigentlich fix und fertig wäre. Man kann das natürlich noch ein bisschen abziehen, wenn man es ein bisschen angezogen hat und so weiter und so fort. Für alle die, die jetzt praktisch ein bisschen Geschmack gekriegt haben auf die Kellerdeckendämmung und sich auch weiterbilden wollen, wir haben unsere neue Seminarbroschüre von der ISWR Akademie sozusagen in den Händen hier. Die Tanja stellt gleich einen Link dazu rein. Das bedeutet, wir haben hier sehr, sehr viele Seminare, die wir euch anbieten können, mit denen wir dann versuchen, euch auch in den Verbundschulungen, die sind hier gelb markiert, solche Details und Tipps geben können. Und hier runter ist dann zum Beispiel auch auf der Seite 6 ein Seminar, das nennt sich AS20, wo zum Beispiel gerade die Kellerdecke mit involviert ist. Also da kann man sich wirklich informieren, welche Produkte passen an welcher Stelle wohin. Wann muss ich zum Beispiel dübeln? Wann muss ich zum Beispiel auch Kunststoffdübel durch Metalldübel ersetzen? Der Uwe hat zum Beispiel gerade welche dabei, wenn du die gerade mal so vorstellen würdest. Wann man die zum Beispiel verwendet? Wenn Brandschutz gefordert ist und ich eine Deckendicke habe oder über 15 Kilo, muss gedübelt werden. Hier ist jetzt eine Spezialschraube für Betonuntergründe. Dieser Schraube wird aber nur verwendet, wenn ich hinterher nicht verputze. Also das bedeutet, die ist nicht überputzbar? Ja, die ist nicht überputzbar. Das ist ein kompletter Metallteller und eine Metallschraube. Klopft die mal dagegen, dann hört man das. Genau. Wird auch ohne für Brand die höchsten Brandschutzausforderungen direkt in Beton ohne Kunststoffdübel verwendet. Das heißt, wird ein 6er Loch gebohrt und die 8er Schraube wird dann direkt ohne Kunststoffdübel eingedreht. Ich sehe dann natürlich hier optisch immer diesen Teller. Jawohl. Das würde aber bedeuten natürlich in dem Augenblick, ich habe den natürlich dran. Ich habe auch eine Verankerungstiefe, die ich da beachten muss. Liegt bei ca. 15 mm. Also das ist, ich ziehe es gerade nochmal raus, das ist jetzt wirklich eine Schraube, die direkt in den Beton eingedreht wird. Also ich brauche keinen Kunststoffdübel mehr. Der ist in dem Augenblick natürlich nicht erlaubt. Genau, und wenn du das Ganze dann halt als zweiteiliges Element bestellst, das ist ein Teller mit 60 mm Durchmesser, gerade für Dämmstoffe, die ein bisschen weicher sind. Man muss nur darauf achten, bitte, wenn ihr diese Schraube anzieht, nicht zu tief anziehen, sonst habt ihr so eine Art Matratzeneffekt. Kennt ihr vielleicht von den Knöpfen bei den Kissen. Das ist nicht gewünscht, das wird euch keine abnehmen. Also wirklich dann zusammenstecken, entsprechend dann bohren, Schraube eindrehen und eigentlich seid ihr damit durch. Ja. Idealerweise messt ihr das natürlich wunderbar ein, dass es in einem regelmäßigen Abstand dann auch natürlich
ein sauberes Bild gibt. Also man muss nicht immer hier in die Kreuzpunkte rein, sondern man kann das wirklich, wenn man das sauber abgezeichnet hat oder halt ausgerichtet hat, mit dem Laser wunderbar in eine Richtung geben, sodass auch die Optik sehr gut ist. Wenn ich natürlich hier so eine optisch ansprechende Platte habe, dann muss ich natürlich auch gucken, dass das Dübelbild optisch ansprechend ist. Also wenn ich so eine hochwertige Platte habe, sollte ich natürlich nicht anfangen zu dübeln, weil was bringt mir die schönste Optik, wenn ich dann die ganze Zeit hier irgendwelche Dübel reinjage. Also das ist dann nicht sinnvoll. Ja. Aber das lernt ihr, wie gesagt, zum Beispiel bei so einem Seminar. Genau. Könnt ihr dann entsprechend anschauen. Okay, also man sieht, man hat sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Eine der weiteren Gestaltungsmöglichkeiten ist zum Beispiel jetzt der Farbauftrag auf so eine Platte. Und die wollen wir euch nächstes Mal zeigen und noch zwei, drei Dinge dazu. Und damit wären wir eigentlich schon heute durch. Also ihr merkt, relativ kurz und knackig, weil in dem Augenblick geht es wirklich darum, wenn man weiß, was man macht, hat man es leichter. Genau. Okay, wir wären durch. Wir wären durch. Dann danke ich fürs Kommen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ah, jetzt Handschuh runternehmen dürfen? Nein, ist okay. Also gut, wir bedanken uns. Bis dann. Tschüss.